Lokonat. Hallo, Old MacDonald. Lasst uns die Farm erkunden. Old MacDonald hat eine Farm. E-I-E-I-O. Und auf der Farm hat er eine Kuh. E-I-E-I-O. Es macht Mumu hier und Mumu da. Hier Mu, da Mu, überall nur Mumu. Old MacDonald hat eine Farm. E-I-E-I-O. Macht.
B, X, Y, Z. Y, Z. Y, Z. Pau, B, X, Y, Z. Das ist schon das Ende. Pau, B, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Y, Z. Jetzt kennen wir das ABC, ABC, ABC. Wir haben die Buchstaben gelernt. Es war einfach. Wow, toll gemacht. Goldene Sternchen für alle Kätzchen. Hey, goldene Sterne sind echt toll, aber Bananen sind noch viel besser. Miau. Was ist passiert, Kätzchen? Miau! Miaui, miaui! Was ist denn los? Ich fiel grad auf meine Pfote. Küss mein Aua, Mama, bitte! Natürlich, lass mich das mal sehen. Jetzt geht's dir viel besser, siehst du? Ein Verband und ein Kuss von mir. Keine Käfer fängst du mehr. Ja, stattdessen geh ich spielen. Miau. Miaui. Ruby, Ruby. Ja, Kätzchen. Ich hab meine Kralle in der Decke verhakt. Miaui, aui, das tut so weh. Meinst du hier? Oh nein, ist das der Punkt? Miau. Das tut mir leid, Kätzchen. Hier. Lass mich dir helfen. Jetzt geht's dir viel besser, schau. Ein Verband und ein Kuss von mir. Nächstes Mal schneiden wir deine Krallen und kümmern uns um deine Pfoten. Miaui. Oh, upsi, dupsi, nein, oh nein. Ich bin auf meinem Gesicht gelandet. Kannst du mir helfen, Charlie? Er möchte keine Banane. Er möchte, dass du sein Gesicht wäschst und ihm ein Küsschen gibst. Ew. Muss ich das machen? Charlie? Okay. Hier für dich, du kleiner Kerl. Ich helfe dir, also bitte nicht weinen. Nächstes Mal isst du besser Bananen. Da passiert nichts, also 1, 2, 3. Ja, Banane. Miau. Ich liebe es auf der Farm. Lasst uns dem Bauer mit der Arbeit helfen. Ja, okay. Das klingt gut. Der Bauer dort im Tal. Der Bauer füttert Hühner, der Bauer füttert Hühner. Hei ho, das ist ein Spaß. Der Bauer füttert Hühner. Charlie, füttern, nicht jagen. Der Bauer melkt die Kuh, der Bauer melkt die Kuh. Hei ho, das ist ein Spaß. Der Bauer melkt die Kuh. Thank you.
Der Bauer streut die Samen, der Bauer streut die Samen. Hei ho, das ist ein Spaß, der Bauer streut die Samen. Ich glaube, er pflanzt Bananen an. Charlie! Der Bauer putzt die Scheune, der Bauer putzt die Scheune. Hei ho, das ist ein Spaß, der Bauer putzt die Scheune. Der Bauer stapelt Heu, der Bauer stapelt Heu. Hei ho, das ist ein Spaß, der Bauer stapelt Heu. Gut gemacht. Dauert es, bis die Bananen wachsen? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Charlie! Puppe gefressen.
das Lämpchen liebt mich auch. Stimmt's, Lilly? Oh ja, sehr gut. Charlie und ich lernten alle Monate durch ein Lied. Hör zu. Januar, Februar, März. Jetzt ihr. Januar, Februar, März. Januar, Februar, dann kommt März. Januar, Februar, März. August und September kommen dann. Das
das stimmt. August und September kommen dann. August, September, die kann man nicht vergessen. August und September kommen dann. Ha, das sind echt viele Monate. Oktober, November, Dezember. Oktober, November, Dezember. Oktober, November, Dezember. Jetzt seid ihr dran. Zeigt uns, ob ihr euch alle Monate gemerkt habt. Januar. Januar. Februar. Februar. März. März. April. April. Mai. Mai. Juni, Juli, Juli, August, August, September, September, Oktober, Oktober, November, November und zuletzt gemacht. Ihr habt euch extra Bananen verdient. Können wir lieber Thunfisch bekommen? Wie wär's sonst mit einem Bananenfisch? Hi Leute! Wo geht ihr hin? Oh, wir möchten zu dem Park gehen. Hey, ich könnte euch bringen. Steigt ein. Hohohoho. Die Räder vom Taxi rollen dahin, rollen dahin, rollen dahin. Die Räder vom Taxi rollen dahin, stundenlang. Das macht dann 3 Bananen, bitte. Laden, bitte. Klingt gut. Der Fahrer vom Taxi sagt, das klingt gut. Das klingt gut. Das klingt gut. Der Fahrer vom Taxi sagt, das klingt gut. Stundenlang. Klingt gut. Oh, hi Alex. Stört es dich, wenn ich dazukomme? Vom Taxi machen wisch, wisch, wisch. Wisch, wisch, wisch. Wisch, wisch, wisch. Die Wischer vom Taxi machen wisch, wisch, wisch. Stundenlang. Haha, hier sind wir schon. Das macht dann 5 Bananen, bitte. Das sind echt viele Bananen. Die Räder vom Taxi rollen dahin. Roll dahin, roll dahin. Die Räder vom Taxi rollen dahin. Stundenlang, stundenlang. Das macht dann 10 Bananen, bitte. Bevor du über die Straße gehst, du musst in beide Richtungen genau hinsehen. Schau nach links, schau.
warte auf grünes Licht. Ja, rot ist Stopp, gelb langsam, grün heißt geh, geh, geh. Rot, Stopp, gelb langsam, grün heißt du kannst gehen. Rot, Stopp, gelb langsam, grün geh. Gehst, nimm jemandes Hand. Geh immer mit nem Kumpel oder Freund. Es ist ein wirklich guter Plan. Rot ist Stopp, gelb langsam, grün heißt geh, geh, geh. Rot, Stopp, gelb langsam, grün heißt du kannst gehen. Rot, Stopp, gelb langsam. Rennen darfst du nicht. Stopp, warte, nimm die Zeit. Bald gibst es grünes Licht. Super! Rot ist Stopp, gelb langsam, grün heißt geh, geh, geh. Rot, Stopp, gelb langsam, grün heißt du kannst gehen. Sollst du jemanden sehen, der Hilfe über die Straße braucht? Über die Straße, es ist sehr freundlich. Richtig. Rot ist Stopp, gelb langsam, grün heißt geh, geh, geh. Rot, Stopp, gelb langsam, grün heißt du kannst gehen. Ich bin noch nie mit dem Zug gefahren. Na dann, wird das ein tolles Abenteuer für dich, Lilly. Ich werde ganz viel herumalbern. Du wirst dich lieber benehmen, junger Mann. Kein Blödsinn, Charlie. Okay, Mama. Steigt schnell alle ein, wir fahren die Gleise entlang. Seht euch die Landschaft an, ganz entspannt seid ihr dann. Steigt schnell alle ein, wir fahren du-da-da. Die Chuchu, die hat Rhythmus, hört mal, was sie sagt. Chuchu, Chuchu. Oh, Ruby, woran denkst du gerade? Ruby will ein Abenteuer, ganz weit weg von hier. Alex liebt das Reisen, mit Charlie spielen wir. Lilly liebt die Chuchu, weil die Funken das Rad da macht. So ein perfekter Tag, wir fahren bis in die Nacht. Steigt schnell alle ein, wir fahren die Gleise entlang. Seht euch die Landschaft an. Hey, wird der Angst und Bang? Steigt schnell alle ein, wir fahren du da da. Die Chuchu, die hat Rhythmus, hört mal, was sie sagt. Choo, 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 choo. Sieht so aus, als würde jemand den Zug fahren. Das ist der Lokführer. Oh, ich mag das Wort. Der Lokführer fährt den Zug. Es pfeift und es duckt. Es macht lustige Geräusche wie Wu-Wu-Chuka-Luk. Ich liebe es, wenn es mächtig dampft. Die Landschaft liebe ich. Ich liebe meine Puppen. Überraschen werd ich dich. Charlie, benimm dich. Steigt schnell alle ein, wir fahren die Gleise entlang. Seht euch die Landschaft an. Schau, wird dir Angst und Bang? Steigt schnell alle ein, wir fahren du da da. Die Chuchu, die hat Rhythmus, hört mal, was sie sagt. Chuchu, Chuchu. Perfekter Tag für eine Zugfahrt. Wir tuckern durch die Landschaft. Draußen ist schön grün. Alles ist so wunderschön wie in einem Magazin. Wenn die Fahrt vorbei ist, es ging so schnell wie Schad.
Vielen Dank, Herr Lokführer, für den schönsten Tag. 1, 2, 3, 4. Steigt schnell alle ein, wir fahren die Gleise entlang. Seht euch die Landschaft an. Ist euch Angst und Bang? Charlie, steigt schnell alle ein, wir fahren du-da-da. Die Chuchu, die hat Rhythmus, hört mal, was sie sagt. Chuchu, 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 oh yeah. Das war toll. Chuchu, Charlie. Yeah. Hey Kinder, lasst uns leckeres Gemüse fürs Abendessen finden. Ja, ich liebe Bananen. Oh, Charlie, Bananen sind kein Gemüse. Sie ja, sind Obst. Lasst uns Erbsen finden. Erbsen, die liebe ich. Gemüse, 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 das ist sehr gesund. Grün, orange, gelb und rot, das ist ganz schön bunt. Gemüse, 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 Gemüse ist ein Muss. Oh yeah! Es knackt und es knistert. Was für ein Genuss! Isst du gerne Brokkoli, buschig und ganz grün? Wie wär's mit einem Kürbis? Oh, als Eis find ich ihn schön. Ich mag grüne Erbsen. Ich liebe gelben Mais. Ich esse lieber Bohnen. Es sieht wie ein Klecks aus. Gemüse, 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 Gemüse ist ein Muss. Es knackt und es knistert, was für ein Genuss. Ich hätte gerne Blumenkohl. Die Blume kenn ich nicht. Sie wird auch Kohl genannt. Mit dir hältst du dein Gewicht. Gemüse ist gesund. Mit viel Vitamin A. Süßkartoffeln und Spinat, zu allem sag ich ja. Gemüse, 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 Gemüse ist ein Muss. Es knackt und es knistert, was für ein Genuss. Arriba, andale, andale. Paprika, Pilze, Karotten, Kartoffeln, Rosenkohl. Es gibt so viele Sorten, darum geht's im Leben wohl. Gemüse, 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 Gemüse ist ein Muss. Es knackt und es knistert, was für ein Genuss. Gemüse, 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 Gemüse ist ein Muss. Es knackt und es knistert, was für ein Noch mehr Bohnen, bitte. Lilly. Ja? Alex. Aha. Ruby. Ja, gnädige Frau. Charlie. Ja, du, Charlie. Oh. Kommt schon, Kinder. Es ist Zeit, die Hände zu waschen. Okay. Zeit, die Hände zu waschen, sauber, dass sie sind. Seife und Wasser, einfach machen's wir. Schäumen und spülen, so macht man es richtig. Dann putzen wir die Zähne und gib guten Nachkuss. Wasch, 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 wasch. Sauber, sauber, saubere Maschine. Es ist Zeit, sich die Hände zu waschen. Bevor wir zuzulegen, die Seife und Wasser ist die goldene Regel. Schäumen und spülen, so macht man es richtig. Ja! Los geht's, meine Kleinen, alles frisch und sauber und hell. Wasch, 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 wasch. Sauber, sauber, sauber Maschine. Hände zu waschen, bevor ich Mittag esse. Nur Seife und Wasser, ich schäume eine Menge auf. Schau, wie ich lerne, meine Hände so sauber zu halten. Ich bin der sauberste Hase, den die Welt gesehen hat. Wasch, wasch,
wasch, wasch, sauber, sauber, saubere Maschine. Wenn deine Hände schmutzig sind, nimm einen Tipp von mir. Abwaschen mit Seife und Wasser ist wichtig. Du kannst es lustig machen und mach es jeden Tag. Abwaschen mit Seife hält die Keime fern. Wasch, 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 sauber, sauber, saubere Maschine. Wasch, 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 sauber, sauber, saubere Maschine. Hast du ihn zuletzt gesehen? Ich bin sicher, du findest ihn. Wer stahl mein Spielzeug? Wer hat es denn? Ich suche meinen Teddybären. Ich suche ihn überall, aber er ist nicht da. Hast du in Mamas und Papas Zimmer geschaut? Oder im Badezimmer? Vielleicht ist er unter dem Waschbecken. Versuch stark an ihn zu denken. Nein, er ist nicht da. Du wirst ihn finden, Schatz. Keine Sorge. Wer stahl mein Spielzeug? Wer hat es denn? Ich suche meinen Teddybären. Ich suchte ihn weit und breit, aber er ist nicht da. Hast du im Fernsehzimmer nachgesehen? Wir haben deinen Film gesehen. Unter der Couch oder im Regal. Ist dein Teddybär weiß? Nein, er ist braun. Oh, schau weiter, Schatz. Ich weiß, du wirst ihn finden. Wer stahl mein Spielzeug? Wer hat es denn? Ich suche meinen Teddybären. Das wäre nicht fair. Ich nahm nicht deinen Teddybären. Ich habe selbst so viel. Aber du kannst in mein Zimmer sehen, wenn du es wirklich wissen willst. Oh, nicht da. Schon gewusst. Wer stahl mein Spielzeug? Wer hat es denn? Ich suche meinen Teddybären. Hast du ihn versteckt? Sag, hast du ihn entdeckt? Ich versteckte nicht deinen Teddybär. Ich habe draußen gespielt. Überprüfe unter der Treppe oder in der Nähe deines Bettes. Oh! Ich habe meinen Bären gefunden. Ich fand mein Spielzeug, ich fand meinen Bär. Er war in meinem Zimmer. Oh Junge! Unter meinem Kissen. Hier hätte ich auch suchen sollen. Oh, du hast dein Spielzeug gefunden. Spielzeug gefunden. Hip, hip, hip. Hurra! Wir wussten, du wirst es finden. Jetzt kannst du doch spielen. Super gemacht, Schatz! Ja, ja, es ist Zeit, Eier zu essen. Iss ein gesundes Frühstück und starte den Tag. Ja. Ja, es ist Zeit, Eier zu essen. Iss ein gesundes Frühstück und starte den Tag. Nein, nein, ich will sie nicht. Schau, was dein Bruder und deine Schwester machen. Frühstück mögen sie auch. Okay, ja, ich iss meine Eier. Yummy!
Ja, ja, zum Aufräumen ist Zeit. Wasch dein Teller und die Tasse spül aus. Ja, ja, zum Aufräumen ist Zeit. Wasch dein Teller und die Tasse spül aus. Nein, nein, putzen will ich nicht. Schau, was dein Bruder und deine Schwester machen. Schauen mal, sie putzen auch. Okay, ja, ich werde putzen. Oh wow, es ist schön sauber zu sein. Ja, ja, es ist Zeit, mach dich bereit. Zieh dein liebstes und schönstes Outfit an. Ja, ja, es ist Zeit, mach dich bereit. Zieh dein liebstes und schönstes Outfit an. Nein, nein, ich will mich nicht anziehen. Schau, was dein Bruder und deine Schwester machen. Sie ziehen sich jetzt auch an. Okay, ja, ich ziehe mich an. Ich bin jetzt schon fertig. Ja, ja, es ist Schulzeit. Sicherheit, gute an, wir müssen bald da sein. Ja, ja, es ist Zeit für die Schüler. Sicherheit, gute an, wir müssen bald da sein. Nein, nein, ich will nicht zur Schule gehen. Schau, was dein Bruder und deine Schwester machen. Sie haben schon ihre Sicherheitsgurte an. Okay, ja, ich geh in die Schule. Ich liebe den Zoo. Ich liebe ihn 100 Millionen Mal mehr als du. Ich bin so gern bei den coolen Katzen. Ich auch. Und bei den Bären. Wir sind im Zoo, 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 Zoo. Wir sehen Affen überall, joho. Ja. Wir sehen Elefanten und auch Kängurus. Ja. Wir sind im Zoo, Zoo, Zoo. Es ist Fütterungszeit. Oh, da werde ich auch gleich ganz hungrig. Die Tiere haben Mittagszeit. Auch das Nashorn ist bereit. Am Bambus knabbert der Panda hier. Hallo Panda, wie geht es dir? Sieh die Affen, wie sie schwingen und auf alle Sachen springen. Sie lachen, klettern, heulen und schreien und essen Bananen die ganze Zeit. So wie du. Wir sind im Zoo, 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 Zoo. Wir sehen Affen überall, joho. So wie ich. Und beobachten Lamas aus Peru. Wow. Wir sind im Zoo, 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 Zoo. Ich bin sicher, die haben eine ganz tolle Zeit hier. Schaut, die Tiere haben Spaß. Das Warzenschwein, das wiegt schon was. Im Smoking, dort ein Pinguin. Oh, wie süß sie alle sind. Schaut, ein Riesen-Grizzly-Bär. Schaut, Reptilien und noch viel mehr. Schnell zum Krokodil. Auf das freue ich mich nicht so viel. Wir sind im Zoo, 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 Zoo. Wir sehen Affen überall, joho. Ein großer Tiger aus Kathmandu. Wir sind im Zoo, Zoo, Zoo. Wow, wow, warte mal. Was? Ist das ein Leopard? Ja, genau. Schaut, der Leopard ist so schnell. Wow. Gepunktet ist sein ganzes Fell. Ein Koala, ich hab's gehofft. Beuteltiere gibt's nicht oft. Es gibt so viele Tiere da. Hier könnt ich bleiben ein ganzes Jahr. Gesehen haben wir
nicht jeden. Es sind so viele, die hier leben. Tiger, Nilpferd, Eisbär. Wir sind im Zoo, 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 Zoo. Wir sehen die Affen überall. Jo. Hallo, Freunde. Papagei, Fledermaus und Kakadu. Wir sind im Zoo, Zoo, Zoo. Wir sind im Zoo, Zoo, Zoo. Ich bin der beste Verstecker im ganzen Meer. Ach ja, ich wette, mich wirst du niemals finden. Na, das werden wir ja sehen. Auf die Plätze, fertig, los! Guckuck! Du wirst mich nicht finden, ich bin mädchenhaft und süß. Mein Versteck sind die Korallen in meinen Haifischstiefeln. Guckuck! Mich wirst du niemals finden, ich werde zweifellos gewinnen. Ich kenne das tollste Versteck, im ganzen Ozean das beste Eck. Nein, ich bin's. Ist er das? Mit Hinweisen von mir. Das ist nass, trocken ist.
unterschiedlich sind. Das ist richtig. Lasst uns weitermachen, Charlie. Das rast schnell, langsam ist so. Das ist das Gegenteil. Wie weißt du, wieso? Es ist die gleiche Idee, unterschiedlich gemacht. Tag ist das Gegenteil von Nacht. Verstanden? Ich glaube, ich hab's verstanden. Gegenteile sind nicht gleich. Wir spielen damit ein Spiel. Wie Tag und Nacht. Richtig und falsch. Das Gegenteillied singt alle mit. Miau, das macht Spaß. Welche Gegenteile gibt es noch? Lasst mal sehen. Oh, Charlie, es gibt kein Gegenteil von Banane. Ups. Sie ist klein. Ist gewusst. Das heißt Stopp und das heißt Gehen. Sie sind sehr clever. Ich sagte ja, du wirst sehen. Das sind wir. Bananen sind lang, Aprikosen sind's nicht. Miau. Gegenteile? Ich denke nicht. Eis ist kalt, die Suppe ist heiß. Gegenteile? Ein jeder ist weiß. Und jetzt ist sie zu. Das ist das Gegenteil. Richtig liegst du. Gegenteile sind nicht gleich. Wir spielen damit ein Spiel. Wie Tag und Nacht. Richtig und falsch. Das Gegenteillied singt alle mit. Die ganze Woche hier sein. Schaut, wer uns da besuchen kommt. Liebe Mami, wir fürchten sehr, wir haben unsere Kätzchen verloren. Was? Verloren eure Kätzchen, ihr bösen Kätzchen, dann gibt's keine Kuchen mehr. Miau, 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 dann gibt's keine Kuchen mehr. Miau, kein Kuchen mehr. Gilt das auch für mich? Lass mal sehen. Liebe Mami, sieh nur her, unsere Tätzchen fanden wir. Oh, oh, na da schau her. Gefunden eure Tätzchen, ihr schlauen Kätzchen, jetzt gibt's Kuchen fein. Puh, 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 jetzt gibt's Kuchen fein. Liebe Mami, wir fürchten sehr, unsere Kätzchen sind verschmutzt. Was? Verschmutzt eure Kätzchen, ihr bösen Kätzchen. Und dann seufzen wir. Miau, 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 miau. Und dann seufzen wir.
uns zum Spiel. Wer ist ein braves Kätzchen? Ja, das seid ihr. Noch mehr von diesem Bananenkuchen? Miau. Lasst uns die Geschichte von der Schildkröte und dem Hasen lesen. Yeah. Ja, bitte. Ich möchte der Hase sein. Okay, Lilly. Und ich möchte die Schildkröte sein. Ich liebe Schildkröten. Also gut, los geht's. Ich wette, ich kann dich in einem Rennen schlagen. Ja, klar kannst du das. Ein Rennen willst du? Dann bekommst du ein Rennen. Los. Schildkröte und Hase wollten sich gern messen. Ich schlag dich in nem Rennen. Das kannst du gleich vergessen. Oh ja? Aha. Sie schüttelten die Hände und schlossen einen Pakt. Der Beste soll gewinnen. Das bin ich, ist doch Fakt. Das ist sie, ist doch Fakt. Laufe schnell, schau nicht zurück. Schaffen Stück für Stück, schnaufen, pusten und bestimmt Tempo halten und du gewinnst. Immer das Tempo halten. Laut hörte man den Pfiff, dann ging es auch schon los. Der Hase ganz schnell ran, ich geh es langsam an. Jupp. Die ganze Strecke entlang, vom Hasen keine Spur. Schnell wie ne Rakete, die Schildkröte lächelt nur. Ich kann's schaffen, ja, ich kann. Behalte meinen Fokus wie ein ganzer Mann. Warte, ich dachte, du bist eine Schildkröte. Jetzt bin ich verwirrt. Laufe schnell, schau nicht zurück. Du kannst es schaffen, Stück für Stück. Schnaufen, pusten und bestimmt Tempo halten und du gewinnst. Ich bin an erster Stelle, die Schildkröte lach ich aus. Ich hab mir meine Pause verdient. Der Hase schnarchte laut und schlief wie ein Stein. Die Schildkröte kam vorbei und wird gleich Erste sein. Jetzt hab ich's fast geschafft, das Ziel ist schon so nah. Sollte ich gewinnen, verbeug ich mich, hurra! Wie verbeugen sich Schildkröten? Laufe schnell, schau nicht zurück. Du kannst es schaffen, Stück für Stück. Schnaufen, pusten und bestimmt Tempo halten und du gewinnst. Tempo halten. Die Schildkröte, sie schafft es. Sie hat das Ziel erreicht. Alle jubeln fröhlich. Das hast du gut gemacht. Gewonnen. Also ich hab immer mein Tempo gehalten. Ja, ja. Der Hase war geknickt, den Sieg bekam er nicht. Ach, ist doch nicht so schlimm, ich mach ein lustiges Gesicht. Schau, ungefähr so. Es ist nur ein dummer Wettbewerb. Ja, du hast recht, was wirklich zählt, ist Freundschaft. Laufe schnell, schau nicht zurück. Schaffen Stück für Stück, schnaufen, pusten und bestimmt Tempo halten und du gewinnst, Tempo halten und du gewinnst. Auf! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Auf! Ha! Was hast du gewonnen? Was sind meine Optionen?